Der Kaninchenbau, wacht doch mal wirklich alle mal auf aus der Leichtgläubigkeit, Gutgläubigkeit und Naivität und folgt doch einfach mal dem weißen Kaninchen. Falls du das hier zufällig siehst, geh, schau mal im Kaninchenbau, denn dann wird's erst richtig interessant, wie anders man die Dinge sehen kann, und das sind teils absolut vertretbare, wohlbegründete Standpunkte. Menschliche Meinungen sind schon auch ein Chaos aus Übertreibungen, Einseitigkeiten und ungeschickten Formulierungen, aber das ist die Individualität und die Relativität der Subjektivität. Der Kaninchenbau ist eben keine Religion, das ist nichts zum Glauben, aber das ist nichtsdestoweniger durchaus richtig anspruchsvoll. Wer sich mal irgendwie mit Gerichtsprozessen beschäftigt hat, der weiß, dass es zu einer Sache mehrere sich stark widersprechende Zeugenaussagen geben kann, die jedoch im ersten Moment alle irgendwie plausibel klingen. Das sollte man auch bedenken, dass die Chinesen hatten, im Jahr 2018 haben sie über 350 Millionen Schweine schlachten müssen, weil sie eine Schweinepest im Land hatten, von der eine Reihe von Leuten annehmen, dass sie ein Einsatz von Biowaffen waren. Das ist in Kuba zum Beispiel bereits gemacht worden. Und der Grund, warum man das angenommen hat, und das sind jetzt sozusagen Hintergrundinformationen, die ich von Leuten habe, wird nicht offiziell, aber die Chinesen reden schon darüber, dass das sehr merkwürdig war, weil die Amerikaner in ihren Publikationen, das ist Cadillac, gesagt haben, ab Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, dass die Waffe der Zukunft die Biowaffe sein wird. Also das heißt Biowaffen, das muss ich noch weiter ausführen. Die Biowaffen sind deswegen auch so ungeheuer gut, weil man sie skalieren kann. Man kann sie einsetzen und die Gegenseite weiß nicht, dass sie eingesetzt sind. Und sie sind maskierbar. Man kann eine Biowaffe in einer Epidemie für Pflanzen, für Tiere, für Menschen einsetzen, wo sie dann nicht wissen, ist das jetzt Teil der Epidemie oder ist das eine Biowaffe, die eingesetzt worden sind. Das sind die Argumente von Cadillac gewesen. Und er hat gesagt, es ist ein gigantischer Vorteil, weil man kann die Wirtschaft eines Landes zum Einsturz bringen mit Biowaffen, ohne dass ich militärisch agieren muss. Relativität ist beängstigend wie das Leben in der Schwerelosigkeit im Weltall, wo es gar kein wirkliches Oben und Unten mehr gibt, nur noch relativ zu willkürlich definierten Bezugspunkten. Relativität im Leben an sich ist beängstigend, da sucht man sich gerne einen festen Halt, zum Beispiel indem man einfach irgendwem oder irgendeiner Sache treuherzig Vertrauen schenkt. Aber der einzige sichere Halt in der Relativität ist die Wahrheit, und die kann der Normalmensch leider oft gar nicht selber überprüfen, und dann glaubt er eben. Und glaubt oft den Falschen, und zwar fest, weil das sein sicherer Halt ist. Und wenn er dann plötzlich was ganz anderes hört, kann er das meistens kaum glauben. Er will nicht, dass scheinbar alles anfängt zu schwanken und ihm ganz schwindelig wird, wie in der plötzlichen Orientierungslosigkeit. Ist die Erde in Wirklichkeit flach? Oder ist die Erde in Wirklichkeit hohl? Was soll's denn? Die schlechte Tat ist immer schlecht und das Falsche ist immer falsch. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Darauf müsste man sich eigentlich immer einigen können. Und mehr Einigkeit braucht eigentlich kein Mensch.